Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen der Skylands Stadt, also eine kleine Runde Let's Play Together, alleine, keine Ahnung, mit den Xanduras. Hey, Xanduras. Hallo. Hallo. Dich mal genauer betrachten, hier, gucke mal. Schwarz-Weißer. Tu nicht gut. Ich bin ein Zebra. Du bist ein Zebra. Du bist doch ein Idiot, Alter. Wir werden bald heiraten, so viel ist sicher. Es ist ein umkämpftes Gebiet hier. Wir haben uns überlegt, weil wir hier sind, wo wir immer verloren haben, haben wir überlegt, wir sind jetzt ein bisschen stärker. Kicken wir mal, ob wir jetzt diesem Trupp da hinten besser helfen können. Psst. Ja. Jawohl, Schnauze! Jetzt fängt er schon wieder an. So, ich hatte gerade ein Standbild. Das ist schön. Ich weiß. Wir müssen da oben jetzt hin, ne? Ja. Ja. Diese verdammten Menschengeister wollen uns einfach nicht in Ruhe lassen. Ich bin doch nicht die Asche-Legion beigetreten, um nur unter dich herumzusitzen. Was wollt ihr dagegen tun? Ich muss eine vorgezogene Basis errichten, die näher an den Geistern liegt. Wir müssen dringend handeln, damit wir einfach gegen sie vorgehen können. Warum habt ihr diesen Ort ausgewählt? So, dann mal hinterher. Go, go. Schön, bestens positioniert als Bogenschützin. Will ich nur mal... Einfach oben. Weil ich clever bin als die meisten anderen. Ich müsste mich eigentlich auch da oben verstecken, weil ich bin ja... Eigentlich ein Magier. Eigentlich. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja, das ist ja noch easy hier, Alter. Das ist ja noch nicht problematisch. Das zweite Mal das Lager verteidigen, das wird ja schwer. Da müssen eigentlich mehrere Leute sein, aber so wie es aussieht, läuft hier oben noch einer rum, aber der kümmert sich nicht darum, was hier passiert. Aber hier ist noch einer. Also wir sind zu dritt. Wir wären eigentlich jetzt zu viert, aber wir sind jetzt nur zu dritt. Und jetzt. Was passiert denn, wenn wir da runterkommen? Was ist denn mit diesen Dezimussteinen los? Erst errichten wir ein vorgeschobenes Lager. Dann entstehen wir den Stand. Wir müssen nur wissen, dass Geister diese Steine nehmen. Erstmal alle wegschmeißen. Okay, wir haben noch eine weitere Bogenschützin hier. Das ist ganz cool. Oh, was hat denn der Geist dabei? Die Vernichterin. Press 2. Das ist jetzt ekel. Ja gut, was ist denn die? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist auf 7 runtergestuft, ey. Aber dadurch, dass sie hier ist, muss auf jeden Fall schon höheres Level halt besitzen. Also erst ab einem bestimmten Level, glaube ich, durch die Gegend reisen kannst. Die denn? Hat die einen Schneewolf oder was hat die als? Ja, guck mal, wie die abgeht. Die ist ja verdammt schnell, Alter. Ja, guck mal, was für Buffs die hat. Die ist auf jeden Fall schon Level. Keine Ahnung, was, ey. Boah, könnt ihr bitte noch ein bisschen langsamer gehen? Hallo, wo rennst du denn hin, du Affe? Jetzt kommt sie zurückgerannt. Aber guck mal, was für Buffs die hat. Also Gilde gibt auf jeden Fall Buffs, das ist nice, wie es aussieht. Hm. Ja, ist egal. Ich glaube, die hat Langeweile. Ich glaub's auch. Das ist meistens, wenn du High Level bist, hast du Langeweile. Kannst du machen, was du willst. Ja, einen neuen Account anzufangen bringt auch meistens nicht wirklich was. Man ist erst dann mit dem Spiel durch, wenn man Rang 1 in der Weltrangliste ist. Ja, leider gibt es sehr viele, die das spielen.
Oh, scheiße, hab ich gar nicht geguckt, wann wir aufgenommen haben. Ich glaube, irgendwas mit 1,7 haben wir angefangen aufzunehmen. Weiß ich nicht. Mann, wo ist die denn jetzt? Warum ist sie jetzt abgehauen, Alter? Jetzt sind wir nur noch zu zweit wieder, um diese Scheiße zu machen. Ich hab fast nichts an Leben, ey. Unglaublich. Kann ich wiederbeleben. Jetzt hab ich gerade Stiefel bekommen, die ich nicht brauche. Dampfgerät, irgendwas. 45 Karma. Sehr schön. Ganz viel Sand. Oh yeah. Also einmal Gold haben wir bekommen. Ups. So. Schrott verkaufen. Mächtiges Großschwert weg. Sind? Diese Leder Atemschutzding. Das hier kann weg. Das kann weg. Leichte Rüstung, ich brauche keine leichte Rüstung, das ist bescheuert. Du brauchst, glaube ich, mittlere Rüstung. Waffentyp nicht für eure Klasse verwendbar, also kann ich das auch verkaufen, das kann ich verkaufen. Wams kann ich verkaufen. Ein paar Waffen. Das war's mir, habe ich nicht mehr. Ach, sehr, sehr. So. Red nicht so lange, geh weiter. Müssen wir nicht das Lager jetzt verteidigen? Ne, wir müssen erstmal das hier und danach müssen wir das Lager verteidigen. Okay. Ich baue erstmal Kupfer ab. Mach du mal weiter. Ich baue erstmal Kupfer ab. Das war's schon, langweilig. Wird so wenig Kupfer. Ja. Ich glaube, für unsere Handwerker, die wir haben, eh nicht wirklich zu gebrauchen. Aber hier kannst du im Materiallager verkaufen. Also hier im. Das ist Bazar oder Handelsposten. Ja. Ich glaube, die Leute zahlen dafür was. Was haben wir hier hübsches? Den machen wir mal fertig jetzt hier. So. Ah, schwuler Glitzer, Feenstaub. Einfach mal schon mal ein bisschen weitermachen. Ja, ja, jawohl. Er braucht Aufmerksamkeit. Was ist sie? Sie braucht Aufmerksamkeit. Nee, Futter haben. Ganz normal. Was ist denn hier hinten los, Digga? Mach doch einfach mal platt jetzt hier die Scheiße. Wir vorwärts kommen hier. Ich stöße sie erstmal zur Seite. Badunsch. Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin gleich wieder. Muss ich erstmal wieder hier aushelfen, damit ihr überhaupt vorwärts kommt, hier, oder was? Oh, nur diese schwule Glitzerschaub-Scheiße. Das ist so schlimm, dieser Glitzerstaub. Ja, übelst. Ich weiß auch nicht mehr, wofür man den braucht. Ist für Handwerk irgendwas. Ein Sprengstoff platziert, sehr schön. Das ist bitte der zweite, danke. Silber! Bronze! Am Arsch. Ich hab Bronze bekommen. Die sind schlechter geworden als vorher. Ja, ich hab mich auch gerade überhaupt nicht darum gekümmert, hier irgendwas mitzureißen. Gut, danke. Alles XP verlost. Eine neue Waffe, das geht gar nicht. Ich will, dass meine Waffe mal ein bisschen hübscher aussieht. Yeah, ich hab's plus 10 Glück bekommen.
Au. Fast geschafft. Nur noch einer. Yay, nur noch einen Sprengstoff. Na, sie fertig. Wow. Schön ausgewichen, ey. Ich krieg aufs Maul. Das ist uncool. So, das war easy. Hey, ich bekomme Glitzerstaub. Ist ja voll was Neues. Ja, hallo, Glitzerstaub. Glitzerstaub. Hallo? Das gibt's nur bei jedem zweiten Geist. Kannst du Feenprinzessin spielen? Ja. Barbie-Prinzessin irgendwas, ey. Komm. Barbie-Style zocken hier, Alter. Das wäre mal ein voll cooles MMO. Was ist das denn? Dampfdreizack auf jeden Fall, das nehmen wir mal mit. Und der Wasserwaffe? Kann ich nicht verwenden. Schlagen Lederhose, 29 plus 6 Präzision. Nice. Gold. Gold. $45,000. Gegner überall. Achtet darauf, dass der Feind euch nicht verfolgt. Also schön leise. Ich verwisch die Spur. Vor allem Bumm, Wurz. Bumm, sowas höre ich gerne. Gemacht, Alter. Ich hab nicht einen Bumm gehört. Ich auch nicht. Ah, jetzt ist das da. Ach du heilige Scheiße. Das erste Zelt ist schon gleich tot. Ja, klar, Alter. Nee. So, wenn wir das schaffen, ne? Dann sind wir gut. Wir müssen erst die angreifen, die hier das Zelt attackieren oder sowas. Ah, dann sind schon die nächsten. Harpune! Granate! Ah ne, warte. Falsches Spiel. So. Schön auf die beiden hier losgehen. Ah, das ist eine doofe Heilerin, die ganze Zeit heilt. Wir sind alle der Heilerin, aber egal. Oh fuck, ich bin fast down, Alter! Oh, fuck you! Ausweichrolle! Oh, ich hab das ganz allein hier gerettet, Alter, hier. Ich hab 6, 7 Stück oder so fertig gemacht, Alter. Ich hab alle one-hitted. Auf jeden Fall. Ja, die hat nur 1 HP. Wisst ihr, ich hab hier hinten, hab ich alles unter Kontrolle. Und du bist da hinten mit haufenweisen Leuten. Kriegst nicht geschissen. Muss ich dir wieder zur Hilfe kommen, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt aufpassen, das jetzt. Ja, das war so klar. Guck ich einmal kurz weg und schon. Oh gosh. So, wir sollten erstmal diesen Typen hier hinten fertig machen. Scheiß Heiler. Alter Schwede, wie viele Bogenschützen. Unsichtbar. Diesmal läuft's ganz gut, Alter. Ja, das erste Zelt ist aber auch fast tot. Ja, und bei... Alter Schwede! Holy moly. Father of goodness. Letztens hatten wir aber... Oh, die sind schon wieder auf der anderen Seite gespawnt. Oh, Alter, ich fick die Wand. Ah, wir sind jetzt aber zu Merti, okay. 6 alle drin. Oh, sehr schön, der Pfeilhagel ist echt praktisch, Alter. Das reicht ja, wenn eins überlebt, ey. Ich bleib mal hier, Alter. Zum ohne Witz. Oh Gott. Was denn das jetzt hier? Eine scheiß Hyäne ballert diese scheiß Zelt ab. Selbst eine Drecks-Hyäne, Alter. Oh Gott, das eine Zelt ist gleich tot. Oh, das andere auch. Oh Gott. Was ist das bitte für eine Mission?
Fuck you all, Alter. Fuck you all. Scheiße, sind hier. Wir sind hier bei mir. Wir sind hier bei mir. Hier bei mir. Ja. Ja. Gold. Ja. Scheitert. Wir werden nicht gescheitert. Alter, das kannst du nicht im Leben packen. Du musst echt im Herz sein. Du scheiß dreckiger Geist. Du brauchst gar nicht abzuhauen. Dummer Lappen, Alter. Das ist niemals ein Level 7 Event. Niemals. Leben nicht, Alter. Ja, aber erstmal einen Haufen Glitzerstaub sammeln. Ich lass den schon liegen, weil mich das voll ankotzt, Alter. Das kann man bestimmt irgendwann mal gut verkaufen. So ein Rotz, Alter. Was ist so? Wollen wir Glitzerstaub? Ey, das kostet fast 40 Kupfer, das Stück. Ah, das laber nicht. Ist so. Bei mir ist 3 Kupfer, die ich verkaufe. Ernsthaft? Bei mir stand gerade 40. Ja, wahrscheinlich insgesamt der Masse von denen, die du schon hast oder sowas. Keine Ahnung. So, das kann gut sein. So. Was kommt als nächstes? Was war das denn jetzt? ich hatte hier hinten noch ein Herz. Das heißt, ich teleportiere mich jetzt mal zur Wegmarke hier. Ja, ich teleportiere mich mal hier hin. Ja. Wohin? Kannst du auf der Karte sehen, mein Schnuffelchen. Schwupps. Boah, nee. So, ich finde dich nicht. Doch, da bist du. Ja, ich hab das nicht freigeschaltet. Am Keks. Du Kackbuhn, Alter. Ja, jetzt muss ich da hinlaufen. Das dauert ein bisschen. Ich lauf schon mal zum Herzen. Nein. Ich freigeschaltet, ist klar. Wo ist denn das Scheißherz? Ach, da ist das Scheißherz. Das Herz habe ich schon gemacht. Ich aber nicht. Ist mir egal. Willkommen im Ashford Forum. Ashford Forum. Wo Soldaten gegen die wilde Feinden kämpfen können, die sie auch auf dem Schlachtfeld erwarten. Seid ihr hier wegen des Schilds Aushilfe gesucht? Nein, wenn ihr eine braucht. Ich bin gekommen, weil jemand was von Gewehren gesagt hat. Ich habe ein nicht-invasives Gewehr erfunden. Damit kann man sie ganz einfach fangen, ohne sie zu verletzen. Wollt ihr vielleicht selber ein paar einfangen? Dann nehmt eins dieser Gewehre. Einfach betäuben und dann einwickeln. Den Rest besorge ich. Warum nicht? Neue Waffen testen sich immer gerne. Hier, bitteschön. Ein Stück südöstlich von hier müsst ihr auf zahlreiche Bestien stoßen. Viel Glück. Waldmanns Heil, und vergesst nicht, das Gewehr ist nur eine Leihgabe. Boss. Was? Ich kämpfe gerade gegen Boss. Ich habe gerade nur ein scheiß Gewehr. Ey, du bist mir gut, ey. Scheiß Schwarzbär. Piss dich, Alter. Der hat mich auch gerade angegriffen. Winzige Clown. So, was ist das? Champion Flammenlegion Abbild. Ja, das ist ein Boss. Ach wirklich? Ich dachte, das wäre jetzt nur so eine kleine Klutschkugel. Ja, das auch. Nein. So nett. Stirb jetzt. Wer, der gibt keinen guten Loot. Ich will jetzt instant eine epische Waffe echt mal haben. Die wir nicht tragen können, aber Hauptsache wir haben sie schon mal. Ja. Dass wir wenigstens wissen, worauf wir hier leveln. Und? XP? Alter! Gab der viel XP. Ja. Kein Loot. Ich hab nix. Durchsuchen, doch.
Und halt voll beschlagene Handschuhe. Angesenkte Ritualtasche. Oha, mächtige magierkundige Handschuhe des Lisa. Ja, so ever. 21 Def und 4 Kraft ab Level 14. Das ist ein Set-Item. So, jetzt muss ich nochmal mit der Tante reden und mir nochmal so ein Gewehr holen. Du gehst vor, das ist ein Schwarzwehr. Arsch, Alter. Das ist noch nie ein Schwarzbär, das sieht aus wie ein, einfach nur ein dick geratener Hund. So, warte mal, was hab ich denn jetzt eigentlich so bekommen? Handschuhe, plus 3 Zusatzstaden oder Kraft? Ich bleibe über die Kraft, Alter. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier eine 29er Hose mit 6 Präzisionen, anstatt plus 4 Kraft und 21 Verteidigung, also wechseln wir. Und jetzt reden wir wieder mit der Tante. So. Jetzt muss ich irgendwas machen. Wo muss ich hin? Hier hoch. Ich muss Tiere fangen. Tiere fangen? Ich muss hier hoch und hier drin alles töten. Dann haben wir unterschiedliche Fang mit Pianos, Gewehr, Minotauren und Lindwürmer. Ja, hier sind Lindwürmer. Ob es die Minotauren gibt, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht das Richtige, nee, ich muss woanders hin, ne? Ich brauche Lindwürmer und Minotauren. Ich soll runter am Fluss gehen, hat sie mir gesagt. Wollen wir den. Ach, da hinten ist ein Fluss. Holy moly, ist das weit weg. Hinten laufen nämlich Lindwürmer rum. Die muss ich jetzt fangen. Hier ist ein Wegpunkt, den will ich mir holen. Du kannst ja auch da hinten einen Fertigkeitspunkt abholen. Auf der anderen Seite vom Alter, See. Was soll das denn jetzt hier? Wie schlecht ist das denn bitte? Den habe ich jetzt nicht gefangen. Ich verstehe es nicht. Nee. Muss ich ihn jetzt so gut wie niederprasseln und dann irgendwie erst oder... Nee, ich glaube nicht. Okay, ich soll. Nein, hör mal auf anzugreifen. Sonst gehen die zu schnell down. Ich glaube, ich muss ihn erst auf ein Minimum reduzieren und dann einfangen. Ja! Kleiner Schnapperchen, habe ich dich. So, ich bin jetzt unter Wasser. Das ist cool. Ja, gut, meine Unterwasserwaffe ist. Sirenengesang. Sehr schön. Ja, gefangen. Okay, ich verstehe jetzt. Toll, mein Bildschirm ist nass. Jetzt nicht mehr. Gott, ist das eine langweilige Aufgabe. Gefangen. Irgendwann haben wir noch einen Lindwurm. Wie kriege ich jetzt eigentlich auf der Taste 7 neue Skills frei? Slotten. Ah, ich brauche wieder Fertigkeitspunkte. Gut, dass ich sowas nicht besitze. Der erste kostet 1, den habe ich mir mal gekauft dann. Ich habe nur nicht mal einen. Wir werden uns gleich mal auf dem Weg nach Fertigkeitspunkten machen. Mann, Herr, ich will auch. So, wir fangen hier ein Viech nach dem anderen. Nach diesem müssen wir erstmal Aufnahmepause wieder machen. Weil wir schon wieder knapp eine halbe Stunde dran sind. Baller doch weiter, Junge. Guck mal, ich hab mich gefährt. Sieh ich nicht hübsch aus? Nein, auch. Tust du nicht. Was willst du denn jetzt? Jetzt habe ich mir wieder so ein schönes Rot eingefangen. Das passt am meisten zu diesem Charakter. So, gefangen.
Tja, Smiro, wie viel soll ich denn noch davon machen, ey? Steht da nichts? Doch, aber... Es ist so fucking viel. So, was macht man da? Energie, was man da Attacke überhaupt zockt? Ein Energiefeld? Mhm. Ist ein fetter Flächendebuff, mehr nicht. Was ist billig. So, wissen müssen, was du da levelst. Bei Fuß. Mann, warum muss ich jedes Mal schießen klicken, damit er endlich schießt? Weiß nicht. Auch gefangen, noch zwei oder drei Stück oder so. Keine Ahnung. Ich guck mal noch mal kurz, ob der fette Boss da ist. Das dauert ein bisschen. Hier kann man was wiederbeleben. Ich belebe die wieder, damit die wieder sterben. So, noch ein. Was ist denn? Komm her, du Salamander, Lindwurm, fuck, Wichser, Scheiß. Nein, ich bin angegriffen. Scheiße, zu früh geballert. Ich will auch. Scheißteil. Wäre der letzte gewesen, ich töte ihn aus Versehen. Bleib stehen! Was ist denn jetzt los? Wieso hab ich jetzt einen Bogen in der Hand? Willst du mich verkackt möbeln? Dios mio! Good job! Was ist das für ein Müll? Jetzt muss ich die wieder ansprechen, Alter. Ich muss das nochmal komplett von vorne machen, dann gibt's Ärger. Sehen wir gleich. So, okay. Der Schwede, ey. Man kann es auch ein bisschen komplizierter machen, als es ist. Ja, irgendwie müssen die doch ihr Geld verdienen. Ja, ich merke schon. Die Waffe ist eine Leihgabe. Kann ja nichts dagegen machen, wenn ich sie 5000 Mal holen muss, ey. So, ein fucking Dreckslindwurm. Hey, jetzt schau. Triffst du den überhaupt? Ja, ja, tue ich. Guck. Bam. Kriegt irgendwie keinen Schaden bei mir. So, endlich! Fast Level 14. Piss dich, Alter. Ich bin auch gleich Level 14. Wie viel brauche ich denn noch? Yeah. Ich habe 6565 von 6705. Ich habe 4800. Also bin ich wesentlich näher dran als du. Kaboom. Du hast vorgelevelt! Wie sieht es mit Vergütungen aus? Großschwert des Champions? Ich brauche doch kein Großschwert des Champions. Ich habe was ähnliches. Champion Gestenkeltafel. Grüner Lederbeutel, 5 Plätze. Die normalen Lederbeutel gaben 10, oder wie war das? Die normalen hatten 4. 4, okay, gut, dann müssen wir gleich mal. Also die gekauft haben, haben 4. Waffentyp nicht für eure Klasse verwendbar. Verkaufen. Diese mächtige Beinkleid verkaufen. Mächtige Harpune. Nee, da ist der Vitalitant-Speerschlager besser. So, unheilvoller Rohleder verkaufen. So, und jetzt. Ach nee, das war Inventar. Entschuldigung. Inventar. Weg. Den grünen dahin geklatscht. Warte mal, können wir vielleicht tauschen? Ja, können wir tauschen. Beutetasche. Ich drück mal drauf, was haben wir denn da? LOL! Als ob, Alter, unheilvoll geschlagene Wams einfach mal aus einer Scheiß rauskriegt. Und ein Schild. Was ist denn da alles drin, ey? Präzise abgenutzte Kettenbeinschutz.
Schwer. Kann ich verkaufen. Alter, was gibt's denn aus dieser Beutetasche alles, Alter? Mhm. Die sind nice. Noch ein Schild. Kann ich alles verkaufen, Alter. Was ist das denn? Unidentifizierbares Objekt, das behalten wir einfach mal. Hm, vielleicht gibt's was zum Identifizieren. So, Alter, ich krieg nur leicht und schwere Rüstungen hier die ganze Zeit. Ich auch. Beziehungsweise mittlere und Lederrüstung. Was ist das denn? Ritze, jetzt hab ich noch eine Trophäe gefunden. Abgenutzte Ritualtasche. Was ist da drinne? 7 Knochenscherben. Mächtiges, geschmeidiges Holz. Also ich habe so viel jetzt gerade zu verkaufen, die da hier. So, was haben wir noch bekommen? Ein Schwert haben wir jetzt bekommen. Dias mio, Alter. So. Noch ein unidentifizierbares Objekt. Okay, die unidentifizierbaren Objekte geben einfach mal 50. Dias mio, hab 3 Stück davon. Okay, interessant. So, jetzt haben wir noch einen Lederbeutel, haben wir noch hier. Achso, ja stimmt, das kann ich nicht doppelklick. Interessant, Digga. Nichts davon kann ich verwenden, ey. Nope. Nur eine unheilvolle beschlagene Wams, aber der ist um 1 schwächer als das, was ich jetzt habe. Das heißt, wir verkaufen ein bisschen was. Den Wams können wir verkaufen. Eisenschild brauche ich nicht. Davon habe ich 2 Stück. Präzise abgenutzter Ketten. Superschutz ist auch für schwer. Brauche ich auch nicht. Rustikal Überwurf ist auch ist für leicht. Weg damit. Diese unidentifizierbaren Objekte behalten wir. Fackel will ich nicht. Kettenschutz ist auch für schwer. Mächtiges Großschwert auf 96. Boah, das behalten wir mal. Wenn ich eine Zweithandwaffe nehmen kann. Kriegshorn. Weg damit. Noch eine Rüstung. Streitkolben-Scheiß. Ein Ritze. Ich weiß nicht, was ein Ritze sein soll. Brauchen wir das? Glaube ich nicht, ne? Mhm. Dann verkaufen. Sag mal fahren. So, dann brauchen wir das Eisenschwert nicht mehr. Die vitale Streitaxt brauchen wir auch nicht mehr. Die Unheilvolldampfklinge behalte ich einfach nur, weil die cool aussieht. Und den Streitkolben kann ich auch nicht benutzen. Ja, habe ich ja mal einiges jetzt gekriegt und nichts davon gebraucht, ne? Good job. Danke, danke. Ist bei mir aber genauso. So, wie viel Gold habe ich jetzt überhaupt? 1 Gold, 97 Silber und 8 Bronze. Also Kupfer. Das Inventar sieht aus wie Sau. Zum Sammeln 50 Glück hat. Oh, es hält 50 Glück. Yay. Ja, die benutze ich die ganze Zeit. Ich habe 15.000 Karma-Punkte, Alter. Ich hab 3000 nur. Ja, von meinem. Ja, aber die werden von allen Charakteren zusammengezogen. Ja, aber ich habe einen Charakter habe ich jetzt gelöscht. Ist egal. Die bleiben trotzdem auf dem Account. Ich habe einen neuen Skill gelernt, ne? Ich krieg alle 10 Sekunden einen zufälligen Buff. Geil. So, jetzt. Das. Erstmal hier alles schön gemacht. Das ist so oft Movement Speed dabei. Ja, stimmt, die hat nichts Vernünftiges dabei. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Und ich habe hier irgendwo einen kleinen Weg gefunden, den ich noch nicht betreten habe. Genau, wo du gerade langläufst, genau. Ist das oben drauf oder was? Nee, unten. Okay. Ashford Forum entdeckt. Kommst du? Ja. Alter, was hast du denn für einen langen Stängel dabei? Das ist mein Schwert. Mhm. Wenn man zu das in Reparatur. So, Chefkoch hin. Laber.
Schon wieder Movement Speed Buff. Meisterkonstrukteur, Meisterchefköchin. Waffenschmieden. Lederjuhe, Rüstung. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Kauft ihr oder verkauft ihr? Leichte Rüstung, das ist nicht das, was ich suche. Ich war Lederin, war das, ne? Lederin, und was hatte ich noch für einen Beruf? Keine Ahnung, ich mache Juwelier. Okay, das hatte ich nicht. Ich war Lederin und für Bögen gab es auch noch irgendwas. Waffenschmied. Oder Weidfrau. Ja, Weidfrau. Ja, Meister Lederdings, das habe ich hier. Und wo war jetzt die Weidfrau? Hier. Die macht Kurzbögen, Pistolen und sowas. Ja, ein paar Fragen zu Waldmanns. Oh ja, fragt ruhig. Was mache ich? Was muss ich tun, um Waffen zu fertigen? Wo finde ich Materialien, reine Waffen? Wie nenne ich neue Rezepte? Ja, etwas anderes fragen. Ich will mit dem Kumpel. Okay. Der ist ja riesig. Ich habe heute Spendierhosen an. Ich glaube, ich suche mir einen Freiwilligen und spendiere ihm eine Packung Blutlegion. Was ist das denn für ein Tank da? Ihr seid zum Lernen hier? Ich bin zum Lehren hier. Achso, ich bin zum Lehren hier. Lektionen der Blutlegion, die man nie vergisst. Ich bin bereit. Vor allem alle anderen prügeln mit auf ihr ein. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Ja, die gibt XP ein bisschen. Meisterwerk Ausrüstung, also Belohnung, was habe ich? Rucksack, Trageriemen der Vorbereitung. Was auch immer. Unterwasserfertigkeit 3 freigeschaltet, sehr schön. Ist der Eisgard Level 14, ja? Tatsache, ich bin Level 14. Ins Gesicht, Alter. So, hier haben wir noch ein Transportding. So, was auch mal erobert jetzt hier. Ah, hier haben wir eine Speere. Die habe ich doch gesucht hier. Speer habe ich doch gesucht. Wo ist er denn? Da vorne. Die Abtei Durmand forscht in den Ruinen von Ascalon nach Artefakten. Aber die Geister dort stören die Suche. Wir tun, was wir können, um ihre Angriffe zu unterbinden. Trotzdem tauchen sie immer wieder auf und wir haben einfach nicht genug Leute. Jetzt schon. Aber ich habe ja auch irgendwo noch einen Schmied gesehen. Da. Na, der hat nichts Gutes. Ich guck. Nur Billo-Waffen. Habe ich schon geguckt. Ja, du, aber ich noch nicht. Also, ich gucke. Boah, der hat ja nur Billo-Waffen, Alter. Sag ich. So, wo ist jetzt der Schmied? Der war doch oben. Nee, der war hier hinten. Der Rüstungsschmied, meinst ja. du? Der hat aber auch nur blöde Sachen. Die haben alle immer nur blöde Sachen, aber ich guck trotzdem. Ich bin eine Frau. Ich bin schneller als du. Ich will shoppen. So, wo ist denn mittlere? 10, 15, 15, meine hat nur 12. Das wäre eine Überlegung wert. 21, das ist schlechter. 32 ist auch schlechter. Und das ist schon eine schwere. Also im Endeffekt, ich könnte mir Schuhe kaufen, die hätte 3 Verteidigungen mehr. Also mache ich das auch. So, Handel. Handel sag ich schon. Zack. Rüber damit. Sehr schön. Verkaufen. Schlagen Stiefel verkaufen. Gut. Stufe 15 erst alle erreichbar.
Weißt du, die Stufe 15, weißt du, sind allemal schlechter als die Stufe 10 Dinger, die ich hier habe. Es macht einfach so keinen Sinn. Alter, viermal hintereinander habe ich einen Speedbuff bekommen. Ach, hier sind Minotaurus, wisst ihr? So, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Wir haben ein neues großes Spielgebiet freigeballert. Da würde ich sagen, hier nach links. Hier hinten. Ich will mal kurz gucken, was da hinten ist. Danach können wir, folge ich dir sofort. Aber ich will jetzt gerne mal wissen. Ah ne, da hinten gibt es noch einen Fähigkeitspunkt zu kriegen. Lass uns den mal holen. Machen wir gleich. Wie gesagt, ich will mal kurz gucken, was das da für eine Insel ist. Und eine Insel ist nicht einfach sonst umsonst da. Wir hatten das nichts. Au. Was ist das denn? Die Gebisse steht auf dem Podest. Die Beta hat den Menschen einen ernsten Gesichtsausdruck und einen durchdringenden Blick gegeben. Sie scheint sehr alt zu sein und stammt wahrscheinlich aus einer Zeit Feindfeuer. Okay. Wow. Askelon Gruft. Krypta, irgendwas. Das ist anscheinend eine Ruhestätte hier oder sowas. Jahrhundert so gut wie unbeschadet überstanden. Es hält immer noch die Fackel, die irgendein unerschrockener Explorer einst daran befestigt hat. Okay, ja. So, wo gibt's den Fertigkeitspunkt? Wo wolltest du hin? Hier oben. Einfach in den Berg hoch. Ja, klar, du kannst einfach mal einen Hirsch attackieren. Oh, hier sind Elite-Monster. Und die machen gerade den Fertigkeitspunkt, glaube ich. Jo, Fertigkeitspunkt erhalten. Hä, was? Ja, ich hab die Fertigkeitsherausforderung schon gemacht. Ja, du vielleicht, ich aber noch nicht. Die Kugel spricht wie von einer Erinnerung. Das neue Abbild ist fertig, doch wer wäre nah genug, es zu testen und zu helfen? Ich mach was. So, gleich müssen wir den Dicken da jagen. Jetzt zum Beispiel. So, was Ding, stirb! Hätte ich jetzt gut erreicht. Gold! Also, wenn man hier kein Gold bekommt, weiß ich auch nicht. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so. Ja, aber für den Fertigkeitspunkt kannst du dann nicht. Ja, für den Fertigkeitspunkt ist in Ordnung. Aber das war jetzt. Jetzt müssen wir uns wieder rüber teleportieren. Beziehungsweise erstmal den Aussichtspunkt freischalten. Oh, das ist wieder ein Parcours, wie es aussieht. So. Für meinen Speedball. Hm. Wie kommt man dorthin? Ja. Müssen jetzt mal einen Kreis laufen. Oh, das ist ein riesiger Kreis. Verpiss dich, du scheiß Felsfehler-Maus. Aha. Kupfererz, warte mal, das baue ich mir gerade ab. Oh, das ist schon wieder ein Parcours. Also ich bin da, wenn was ist. Das ist schön. So. Ja, okay, ist ein Mini-Parcours. Oh nein, ich hasse solche Dinger hier. Wo man die Balance halten muss, das ist zum Kotzen. Okay, ganz gut gemeistert. Na los! Oh, das gibt's doch nicht. Perfekt!
Hier unten. Sehr schön. Jetzt können wir uns ein bisschen hier umgucken. Da jumpt einer direkt runter. Jumpt noch einer runter. Ja. Ist das hier Lemminge oder was ist hier los? Geht am schnellsten halt. Yeah, wir haben tägliche Aussichtspunktgenießerin von Ascalon. Eine Belohnung. Eine Ampulle Flüssigkeit, Karma und ein Schritt der Erfahrung. Nehmen wir einfach mal an. Jetzt können wir natürlich nochmal kurz in die Ego-Perspektive gehen und dann ist mal hier so ein bisschen über die Landschaft gucken. Wow. Ist nicht schön aus. Berge, soweit das Auge reicht. Und jetzt in Ego-Perspektive. Jump! Woo! Ja, mein Tier ist auch einfach mal unter Wasser und atmet die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Oh, hier gibt's noch einen Fertigkeitspunkt zu holen. Alter, wo bist du denn jetzt schon? Excalibur. Jetzt bleib doch mal geschmeidig, Alter. Oh, scheiße. Das ist mein Speedbar. Jetzt mal ohne Witz. Wir haben schon weit über eine halbe Stunde jetzt schon wieder. Wir müssen die auf. Ja, ich weiß. Wir müssen die Auffolge, die Folge auch mal gerade beenden. Das ist eine sehr, sehr lange Folge mit Überlänge jetzt. ich bin ja dran, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Und wenn ihr gerne mal mitspielen wollt, sind wir auf jeden Fall nicht abgeneigt dazu. Wir gucken uns gerade nochmal den Hintern eines komischen Lindwurm-Typen an. Und würde sagen, ja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online, ne? Tschüss! Tschüss!